Servus und herzlich willkommen, meine Friends. In der letzten Folge haben wir uns so halb durch das Haus geschlichen, wissen aber noch nicht, was das hier alles so soll. Und ja, wir sind hier eigentlich so gut wie fertig, obwohl wir haben so einen Öffner bekommen. Ich weiß immer noch nicht, wofür dieser Öffner ist. Muss ich ehrlich gestehen. Kann ich euch nicht sagen. Ich weiß es einfach nicht. Wofür ist der Öffner? Wer weiß? Wer weiß? Ich werde das auch, glaube ich, nie erfahren, für was dieser Öffner ist. So. Ja, Schutz wirkt schon wieder nicht mehr. Ey, das gibt's doch wohl nicht. So, haben wir hier was zum Runterspringen? Nee, haben wir natürlich nicht. So, dann gehen wir hier mal nach oben rein und dann machen wir das so und aha. Okay. Waren wir da unten? Ja, waren wir schon. Was war hier noch? Ach. Hier ist absolut nix. Was war denn im Pokémon-Haus nochmal? Fuck, ich hab's vergessen. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall machen wir jetzt in dieser Folge einfach mal die Pokémon-Arena, weil wir es einfach können und weil mir es auch nicht einfällt, was hier los war. So, wir gehen jetzt mal hier rein. Oder wollen wir uns zuerst heilen? Ja, wir heilen uns zuerst. Warum? Weil ich das so will. Dann holen wir uns unser Fossilien-Pokémon erstmal noch ab. Und ab jetzt starte ich mal meinen Timer. Ich bin auch eine Flasche, ey. So. Wir werden uns jetzt auch noch für diese Folge auch den Ding hier holen. Und in der nächsten Folge wird es wahrscheinlich schon der 8. Orden sein, den wir erledigen. Ja, was soll ich sagen? Ist schon schade, dass wir uns so langsam dem Ende nähern, aber jedes Let's Play findet nun mal sein Ende, früher oder später. Ja, wir forschen Fossilien. Hast du ein Fossil? Boah, das ist ein Domfossil. Boah. Danke, danke. Ja, es wird einige Zeit dauern, komm also später wieder. Und jetzt pass auf. Wo warst du? Wir haben dein Fossil bereits wiederbelebt. Hier hält Kabuto. Ja, ich möchte Kabuto einen Spitznamen geben. Es ist nämlich der Schlitzer. Szea. Kabuto wurde auf Bills PC übertragen. Ja, das ist natürlich sensationell. Jetzt haben wir unser Kabuto und dann hätten wir natürlich auch Kabutops, glaube ich, heißt die Weiterentwicklung. Könnten wir uns theoretisch zulegen. Hilft unserem Team aber recht wenig. Das war jetzt nicht der Plan. Ich weiß gar nicht, wieso das passiert. Ist egal. So, wir gehen jetzt mal in die Arena rein. So, wir werden hier ein paar Fragen beantworten müssen. Und zwar, ich glaube, hier. Willkommen beim Pokémon-Quiz. Weißt du die richtige Antwort, dann öffnet sich die Tür. Ist die Antwort falsch, dann musst du kämpfen. Je mehr Antworten du weißt, desto besser sind, desto fitter sind deine Pokémon beim Kampf gegen den Arena-Leiter. Lass uns beginnen. Entwickelt sich Raubtis zu Safcon? Nein. Oh, falsch, so ein Pech. Ich war ein Dieb, doch nun bin ich ein ehrenhafter Trainer. Ja, wir werden jetzt alle Fragen falsch beantworten mit Absicht, um eben erstens mal trainierter zu sein für unseren Arena-Kampf und zweitens mal, weil ich sowieso immer alle Trainer mache in einer Arena, deswegen ist es doch auch scheißegal, ob ich das jetzt mache oder nicht. Und ich meine, die Zeit haben wir nun, dass wir da jetzt durchkommen und deswegen mache ich das jetzt einfach, weil mir das auch taugt. Muss ich ehrlich sagen. So, Vulpix. Ich könnte natürlich auch wieder ein bisschen Final Fantasy aufnehmen. Ich war ja stehen geblieben irgendwo in Lindblum.
vor dem Jagdfestival und wir sind schon bei 30 Parts, da muss ich ehrlich sagen, ist extremely tricky, tricky, ohne Ende. Naja, was dann auch, wie denn auch sei. Final Fantasy wird uns definitiv bis Februar, März noch beschäftigen, wenn nicht sogar noch länger. Freut mich aber, dass wir so ein Megaprojekt auch haben. Was glaubst du, wie heiß der Feueratem eines Pokémon werden kann? Ja, das ist so eine Frage, die kann ich mir nicht stellen, weil ich kein Psycho bin. Oder ein Pokémaniac, oder ein Streber, oder ein Forscher, oder ein Freak, oder ein was weiß ich, was du bist, Junge. So, unser Lapras wird definitiv in dieser Arena Level 44 erreichen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und ja, ist mir jetzt ehrlich gesagt auch scheißegal, dass Lapras unser stärkstes Pokémon wird, da im nächsten Orden unser Monkey auf jeden Fall nachholen wird. Und bis wir durch die Siegestraße durch sind, werden unsere Pokémon sowieso so im Bereich 45, 46 sein. Und deswegen mache ich mir da keinen Stress. Und wenn es wirklich sein sollte, dass wir krasse Abweichungen haben, was das Team angeht, werden wir eben nochmal ein gemeinsames Level finden. Ja, ich weiß, ich wollte eigentlich keine Training-Session machen, aber ich hasse es, irgendwo hinzugehen und meine Pokémon haben nicht dasselbe Level. Deswegen, und auch nur deswegen, wird es eine Trainings... Naja, eigentlich wird es eine normale Folge werden, wo wir ein bisschen quatschen. Nicht mal eine Trainingssession, es wird einfach nur eine normale Folge. Von daher mache ich mir da jetzt eigentlich gesagt keinen Stress. Lapras versucht Bodyguard zu erlernen. Nee, tut mir leid, Bodyguard brauchen wir nicht in diesem Fall. Ja, okay, dann haben wir das hier jetzt auch erledigt. So, willkommen beim Pokémon-Quiz. Weißt du die richtige Antwort? Ja, ja. Ja, lass uns beginnen. Gibt es 9 offizielle Pokémon-Orden? Ja, falsch. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Du hast keine Chance. Ich bin ein Pokémon-Profi. Oh, das ist natürlich blöd gelaufen für mich. Oh. Ist ja nicht so, dass ich das überhaupt nicht wollte. Ne, also es ist ja alles unabsichtlich passiert hier. Naja, was auch sonst. Lass mal sie in den Gedanken. Ist uns nur recht. Ich glaube noch 2 Pokémon-Kämpfe sind es, bevor wir dann zum Pyro kommen. Woher ich seinen Namen noch weiß, ist recht einfach. Pyro halt, ne? So. Und dann... Ich werde, glaube ich, jetzt noch bis zur Siegesstraße aufnehmen. Und ab der Siegesstraße bis zum... Ja, das sind noch so, ich denke mal so... zwischen 10 und 15 Parts noch ungefähr. Pi mal Daumen ungefähr. Und dann ist es leider auch schon zu Ende, das Let's Play. Aber nicht verzagen auf Brandy fragen. Natürlich wird dann weiter aufgenommen. Danach geht es dann direkt weiter. Ich müsste jetzt mal gleich dann noch im PSN Store mal nachschauen, wie es weitergehen könnte. So, jetzt müsste ich auch erstmal meine... Ich müsste überall meine E-Mails ändern. Ich habe alle gelöscht. Ich bin so ein Vollidiot. Ich habe, glaube ich, vergessen, dass es... Jetzt komm, ich setze meine Vorlieben für Feuer-Pokémon ein. Ja, setz die mal schön ein, du Dieb. Ich besieg dich auch so. Ponita, benutzen wir einmal einen Surfer, weil du ein Level 41er Ponita hast. Das ist natürlich nicht gerade wenig. Aber wir haben trotzdem ein stärkeres Lapras. Und eben halt auch ein Wasser-Pokémon gegen dein Feuer-Pokémon und was Schlimmeres gegen das haben wir einfach. Gibt es auch nicht, muss man einfach so sagen. So, noch 1, 2, 3 Kämpfe noch. Okay, ich weiß, warum Pyro ein Trainer geworden ist. Ja, weißt du, das juckt mich nicht die Bohne, warum er es ist. Ich weiß nur, dass ich ihn danach fertig machen werde. Galoppa gibt uns natürlich noch ein paar EPs mehr. Ein Furienschlag. Ich wusste nicht, dass Galoppa schneller ist als mein Lapras. Ist mir aber auch ehrlich gesagt egal. Er hat seine Chance nicht so sehr genutzt. Und das war's dann auch für ihn. Und zwar sofort. Da kenne ich keine Gnade. So, ouch.
Ja, das würde ich auch so sehen, dass es ziemlich schmerzhaft ist. So, und dann haben wir hier noch, ich war in vielen Pokémon, ich weiß nicht mehr, was da gesagt wird. So, und da ruft mich jetzt gerade jemand an, das geht mir aber sehr stark auf die Nerven, dieses Vibrieren, da wir das jetzt nicht gebrauchen können während der Aufnahmesession. So, Lapras rockt diese Arena, und zwar vollkommen alleine. So, Level 44 haben wir schon. Vielleicht geht sich ja noch ein 45 aus. Wer weiß, vielleicht hat es Lapras auch verdient, ein 45er hier zu werden. Sehen wir ja alles gleich. So, ich habe noch genau 12 Mal Surfer. Das reicht uns für diese Arena im Normalfall aus. Und ich denke mal, wir können dann auch gleich direkt zum Arenaleiter vordringen, wenn wir dann auch durchgelassen werden. Ja, das müsste jetzt... Ach, Quatsch, der vorletzte sein, na gut. Dann machen wir halt noch diesen Kampf gegen Wasser-Pokémon. Kann ich wenig ausrichten und werde verlieren. Und da du Wasser-Pokémon hast, werde ich wohl verlieren. Genau, Streber, du hast es erfasst. Ich habe Wasser-Pokémon und deswegen hast du eigentlich schon so gut wie verloren. Jetzt lassen wir mal raten, was der Pyro als Pokémon hat. Also er wird auf jeden Fall Vulcano, ein Arcani, Galoppa und Vulnona haben. Das sind meine Tipps. Die vier. Aber er wird wahrscheinlich nur drei haben, deswegen habe ich mich gerade voll vertippt, aber was auch so, egal. Es wird auf jeden Fall ein Level 45er werden, unser Lapras. Und das ist die Hauptsache. Denke ich mal. So, oh, ich habe verloren. Ja, du hast eiskalt verloren und Pyro. Ich bin Pyro, der Arenaleiter der Zinnoberinsel. Meine Feuer-Pokémon lassen die Siegerträume meiner Gegner in Flammen aufgehen. Du solltest Feuerheiler parat halten. Nee, das muss ich definitiv nicht. Pyro, glaub mir, das muss ich definitiv nicht. Vulcano, er hat 4 Pokémon. 42er Vulcano, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Aber wir haben Surfer und das nicht allzu wenig. Das müsste eigentlich reichen für das Vulcano. Genau. Ich glaube, für eins der nächsten Pokémon könnte es etwas enger werden. Ponita. Okay, dann haben wir uns vertan mit Galoppa. Aber 1-1 steht's. Schon mal vom Tipp her. Ponita reicht. Ganz easy peasy. Damit habe ich keinen Stress. So, als nächstes kommt ein Galoppa. Dann haben wir schon mal 2 richtig. Vulnona wird dann wahrscheinlich nicht stimmen. Ja, das ist natürlich ganz blöd von ihm gemacht. Vulnona wird dann nicht stimmen, weil jetzt kommt noch ein Arcani. Da bin ich mir 10.000% sicher, dass das ein Arcani wird. Und damit haben wir 2 richtig getippt. Beziehungsweise 3 richtig getippt und 1 falsch getippt. Das wusste ich noch ganz genau, dass das ein Arcani wird. Feuersturm. Das ist so eine Attacke, die nützt nicht gerade wenig, wie ihr sehen könnt. Und wenn wir jetzt Arcani im ersten Mal... Boah, Gott sei Dank. Das heißt, unser Lapras ist ein Level 45er jetzt. Ich wusste es. Ich habe sofort gewusst, dass das passiert. So, mein Feuer ist erloschen. Du hast dir den Vulkanorden redlich verdient. Danke, danke. Oh ja. Der Vulkanorden steigert die Spezialfähigkeiten meiner Pokémon. Nimm zusätzlich dieses Geschenk. Das ist der Feuersturm. Feuersturm ist die mächtigste Feuerattacke. Allerdings ist sie gegen Wasser-Pokémon machtlos. Was du nicht sagst, hast du das gerade nicht selber erlebt? War alles nur ein Traum. Alles ein Albtraum. Hast du nicht erlebt. Ist leider so für dich. Und deswegen hast du auch verloren. Weil du einfach gedacht hast, du, da kommt eh niemals jemand mit einem Feuer-Pokémon, mit einem Wasser-Pokémon. Hä? Wenn das nicht Brandy ist, ich bin es, Bill. Lange nicht gesehen. Ich hoffe, du benutzt noch mein PC-System. Nun, hör zu. Da wir uns hier treffen, wie wäre es, wenn du mit mir kommst? Es gibt eine kleine Insel tief im Süden,
die Island 1 genannt wird. Ein Freund hat mich eingeladen und ich bin auf dem Weg dorthin. Wie wäre es? Hast du Lust mitzukommen? Nein. Wie? Du bist zu beschäftigt? Nun gut, das Schiff hat noch nicht angelegt. Ich warte am Pokémon Center dort drüben auf dich. Hol mich ab, wenn du deine Geschäfte erledigt hast. Das ist dann wohl die nächste Sache, die ich vergessen habe. Wir können nämlich nicht direkt losgehen in Richtung... Ach da, wir können eigentlich, theoretisch können wir das schon machen. Aber ich weiß nicht. Sollen wir jetzt erstmal die Zinnoberinsel machen? Ach komm, machen wir die einfach. Ich meine, was sollen wir jetzt schon machen? Was soll denn jetzt schon passieren? Andererseits... Nee, weißt du, was wir machen? Wir machen zuerst den 8. Orden. Das ist das Gescheitste. Wir machen zuerst den 8. Orden. Und danach werden wir Island 1, 2, 3 machen. Einfach um als kleine Trainingsvorbereitung durchzurushen. So, jetzt bin ich gespannt, ob wir den auch die neue Island machen können. So, Lapras ist so mit Abstand das stärkste Pokémon, was wir zurzeit haben. So, Raichu. Und wir müssen jetzt erstmal alles auf 43 trainieren, bevor wir irgendwas machen können. So, jetzt sind wir hier und der 8. Orden ist verfügbar. Doch bevor wir diesen 8. Orden anfangen werden, werde ich eine kleine Folgenpause wieder machen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Chosen!